Hallo und herzlich willkommen YouTube. Hier ist wieder euer T-Core zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Syndicate. Ich kurz den Namen vergessen. Assassin's Creed Syndicate. Ja, die zusätzlichen Inhalte habe ich jetzt runtergeladen. Wir können jetzt endlich spielen, hoffe ich zumindest. Ich warte gerade drauf, dass es irgendwie lädt. Also mit zusätzlichen Inhalte meine ich halt die generelle Geschichte des ganzen Spiels. Das war ja da vorher das Vorgeplänkel. Na los! Ah, geht doch. Wenn ich ab und zu mal ein bisschen obwohl ich erstmal esse ich gleich. Ich habe noch nie so viele Menschen auf einmal gesehen. Die wogende See von London. Genau wie Vater es beschrieben hat. Gut, dann suchen wir Henry Green und planen den Angriff gegen die Templer. Wer Green nochmal? Der Assassine, der über London wacht. Hast du die ersten drei Mal nicht zugehört? Was zugehört? Ui, pass auf. Verzeihen Sie, Sir. Hey, komm zurück, du räudiger Landfinger! Okay, hier sind wir gerade mitten bei einem Diebstahl Opfer geworden. Komm schon. War gerade gar nicht so lang. Genau. Ach hier. Nee, hier nicht. Hier ist die Kiste. Also. Erstmal ein bisschen Metall und Chemikalie. Wahrscheinlich für Rauchbomben oder sowas. So, hier rüber. Also wie gesagt, wir sind bei Assassin's Creed Syndicate. Und wenn ich ein bisschen verschnupft klingen sollte, das klingt dann da, liegt dann daran, dass ich habe eine Hasenallergie, ja? Nein, du kleiner Verbrecher! Verhalt es! Seht mal an! Wen haben wir denn hier? Oh! Ihr seid in unserem Gebiet! Bald sehen wir, was in den Reihen sind! So, so, oh, und? Ausbrechen, so! Ja, komm schon, komm schon. Und stirb. So. Tot. Also. Exzellent. Was hat London sonst noch zu bieten? Dicke Frauen. Wir haben keine Zeit zum Flanieren, Jacob. Wir müssen erst Henry Green finden. Ich konnte schon immer besser klettern. Nicht wahr? Nicht mehr, seit wir zwei waren. Also Wettrennen, oh Gott. Und du wirst wieder verlieren. Auf keinen Fall. Ja, jetzt holen wir die gerade ein, aber wenn ich wirklich besser im Klettern ist, dann werden wir dann gleich mal sehen. Wie gesagt, ich habe eine Hasenallergie. Und ja komm, das nehmen wir direkt. Tschüss. Und ich habe aber auch seit 15 Jahren einen Hasen. Den gleichen Hasen wohlgemerkt. Wo befindet sich jetzt Mr. Green's Geschäft? Es war auf Vaters Karte markiert. Zwei Assassinen. Etwa gleich groß. Eine Frau, ein Mann. Etwa 20 Jahre. Und dieses teuflische Grinsen. Sie müssen die Freizwillinge sein. Und Sie sind? Henry Green, zu Ihren Diensten. Mein tiefstes Beileid zum Tod Ihres Vaters. Danke. Oh, sie hat sich verliebt. Was kannst du jetzt über Crawford Starrick erzählen? Wünscht der Rat also Informationen? London muss befreit werden, um eine bessere Zukunft für alle Einwohner zu bringen. Gott sei Dank ist der Rat zur Einsicht gekommen und hat euch geschickt. Ja, Gott sei Dank. Unglücklicherweise habe ich schlechte Neuigkeiten. Inzwischen sitzt Starrick an der Spitze der ausgeklügelsten Templerstruktur der gesamten westlichen Welt. Jede Klasse, jeder Bezirk, die Gangs, die Industrie. Seine Macht erstreckt sich über ganz London. Ich habe mich immer schon als Gangführer gesehen. Hart, aber gerecht. Wir tragen Uniformen. Und ich kann entrichtete Außenseiter jeder Couleur vereinen. Unter einem Namen. Das ist es, Evie.
Wir ziehen sie auf unsere Seite. Oh, so wie du diese Kartenspieler im Oldbrook mit in den Fluss gezogen hast? Das war was anderes. Sie schlugen mich beim Whist. Ich sehe es direkt vor mir. Wir nennen uns The Rooks. Ist das wirklich dein Ernst? Hast du einen besseren Plan? Den Edensplitter finden. Also, verschaffen wir uns mal einen Überblick. Sollen wir? Da hoch. Ja. Erstmal unser Radar auffrischen. Zack, 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 hier rum. Also da muss man echt höhenfest sein bei dem. Ja, komm, wir nehmen das Rohr. Das geht ganz nach oben. Geht gar nicht. Die sollen wohl die markierten Punkte benutzen. Okay. So, wir sind fast oben, und... So, also da muss man wirklich höhenfest sein, um damit zu machen. Gott, meine Nase ist so verschnupft, das ist unglaublich. Seht, was Derek dieser Stadt angetan hat. Whitechapel strotzt nur so vor Verbrechen. Kinderarbeit, trotz aller Vorschriften. Eine Gang namens The Blighters kontrolliert die Straßen. Und die Templer ziehen im Hintergrund die Fäden. So ist es in jedem Stadtteil. Wir müssen diese Stadt den Menschen zurückgeben, die sie überhaupt errichtet haben. Wir befreien London von Starrick. Sie haben mein Wort. Und die Rocks. Miss Fry, Ihre Passion ist inspirierend. Kommt. Wir kehren zu meinem Geschäft zurück und ich bringe euch auf den neuesten Stand. Oh, tschüss. Ja, dem dürfen wir jetzt folgen. Ey. Woo! Klatsch auf den Boden. Blub. Finde ich auch mal schön, dass man zu dritt rumrennen kann. Und redet der jetzt oder kann ich reden? Also gut, wie gesagt, ich habe eine Haseallergie und habe aber seit 15 Jahren schlechterweise... K-Log sucht nach mir. Wer ist K-Log? Einer von Starricks Ganganführer. Was will er von Ihnen? Er hat es auf meine geheime Forschung zu einem der Vorläufer-Artefakte abgesehen. Ihn später. Erzählen Sie mehr von diesen Blighters. Da er eine Armee brauchte, versammelte Starrick den Abschaum der Unterwelt. Einige der Gangs wollten das verhindern und wurden regelrecht abgeschlachtet. Jetzt sind nur noch die Klinkers aus Whitechapel übrig. Doch die sind keine Gegner für die Blinders. Dann schauen wir uns diese Klinkers doch mal an, oder? Genau nach solchen Leuten suchen wir. Das ist nicht dein Ernst. Evie, Sie sind bereit, gegen die Blinders zu kämpfen. Das ist meine Chance einzugreifen. Achtung, London, hier kommen die Rocks. Also, wie gesagt, ich habe eine Hasenallergie. Seit 15 Jahren habe ich aber einen Hasen. Habe ihn sehr lieb geworden. Ich werde ihn nicht abgeben. Diese verfluchte Stadt. Keiner passt auf, wo er hingeht. Ja, ist mir aufgefallen. Verfluchter Drood, so werde ich nie fertig damit. Nur die Vorsehung weiß, wohin es diese Worte nun verschlägt. Ich muss an die Arbeit und sie ersetzen. Falls Ihnen der Sinn nach einer Geschichte steht, finden Sie mich dort, wo das Ell warm und die Gemüter heiß sind. Tada! Okay. Was für ein komischer Mann. Das, Mr. Fry, war Charles Dickens. Er kennt einfach alles und jeden in dieser Stadt. Wenn ich Sie wäre, würde ich diese Verbindung in der Hinterhand halten. Kellogg's Gang ist in der Nähe. Sie dürfen mir nicht zum Laden folgen. Wir machen das. Hier, die könnten von Nutzen sein. Oh Gott, das hoffe ich. Meine Kutsche ist nicht weit. Lockt sie damit auf eine falsche Fährte. Ich muss bei meinem Geschäft. Okay, jetzt haben wir Knarren. Wir sind voll die Gangster. Gangster. Also, den Hasen werde ich nicht abgeben. Und muss ich halt mit Leben wehfahren. Ich sagte, wir müssen sie vom ja, Grand Theft Assassin's Creed. Das gibt Ärger. Ram. Junge, ey, was das Pferd alles drauf hat. Ah, ich muss wenden, muss ich. Du bist unmöglich. Rückwärtsgang einschalten. Wenn wir hier
fertig sind. George wird nichts dergleichen tun. Übrig ist, würde unter deiner Leitung verschwinden. Harte Worte, Schwester Herz. Ich hoffe sehr, dass Mr. Green in Sicherheit ist. Sag nicht, dass du jetzt schon für diesen Typen schwärmst. Was würdest du denn sagen, wenn unsere wichtigste Informationsquelle plötzlich auf ist? Das kann nicht so schwer zu finden sein. Ich schlage vor, wir wenden diese Kutsche und suchen ihn. Genau deshalb hast du nicht was sagen. Also, wir sind gerade von einem Informanten getroffen. Wir müssen jetzt zu seinem Lade. Und die Pferde sind ganz schön robust, wenn man irgendwo gegenläuft. Sind richtig robust. Das sind wohl Stahlpferde. Egal. Haben Sie sie abgeschüttelt? Wir haben noch viel mehr getan. Wer sind all diese Leute? Im Laufe der Jahre gelang es mir, einige Verbindungen in dieser Stadt zu knüpfen. Wunderbar. Wir werden gezielte Hilfe... Gezielte Hilfe. Wir übernehmen Starricks Gangs und schmälern seine Macht. Du denkst nicht weit genug. Starrick hat seine Finger in jedem Zweig der Gesellschaft. Wir müssen es ihm gleich tun. Das sehe ich ganz genauso, Evie. Wir brauchen die Rooks. Du gründest keine Gang namens Rooks. Vielleicht habe ich auch eine Idee beizusteuern. Wir müssen die Polizei dazu bringen, uns nicht zu beachten. Ich habe einen Vertrauten, Sergeant Eberlein. Er gilt als Meister der Verkleidung. Außerdem Kinder. Kinder? Kinder. Kinder sind exzellente Spione. Clara O'Day. Schlau wie ein Fuchs, die Kleine. Und schließlich sollten Sie eins nicht vergessen. Starrick arbeitet nie allein. Er hat Gangführer in jedem Bezirk. Sie lernen sie schon bald kennen. Jede Wette. Rexford Kaylock. Bekannt für seine Fähigkeit, vor aller Augen zu verschwinden. Und nun soll er endgültig verschwinden? So sieht es aus. Einen Moment. Ein Templerziel, das Sie sich ansehen sollten. Seien Sie vorsichtig. Es ist rau da draußen. Machen Sie sich nur keine Sorgen, Greenie. Mit ein paar Schlägern komme ich klar. Und einmal mehr sehen wir, dass unsere Schwester Sequence 3 irgendwo, wo es grün ist, abgeschlossen. Herausforderung vor Evie ankommen. Haben wir geschafft. Belohnung 410 plus 75, 250 plus 100. Ja, also wie gesagt, wieder einmal sehen wir, dass wir, also der Kerl, der Prügelknabe ist und die Frau, das Hirn der Gang, sag ich mal, der Zwei-Mann-Gang, drücken sie hin und her, um die Karte von London zu öffnen. Schließen sie Eroberungsaktivitäten ab und Gebiete von Blighter zu erobern. Töten sie den Templer-Gang-Anführer, um den Bezirk zu erobern. Ja. Machen wir. Okay, wir haben... Ja. Ja, wir haben eine ganze Menge zu tun, Seba. Das werden viele Folgen. Also 30 Folgen werden es nicht. Und wir sind gerade mal... Boah. Okay, man sieht, das Spiel ist auf eine Kutsche aus. Oh, es gibt so viel zu entdecken, ohne Witz. Ich habe mir gerade so vorgestellt, ha, vielleicht machen wir das ja 100%, aber... Huh. Also, was ist das? Alberlein nehmen wir an. Empfohlen ist Level 2. Welches Level bin ich? Ich glaube auch 2, ne? Ja. Kann ich hier einen Wegepunkt hinsetzen? Ja, okay, wie gesagt. Und wie lautet der Plan, o allmächtige Hoheit? Du bist doch der mit den großen Träumen. Die Gangs, die Kämpfe, sogar die Klamotten, die ihr tragen werdet. Ah, Moment, ich werde mal kurz die Nase schnuppen. Die Gangs, die Kämpfe, sogar die Klamotten, die ihr tragen werdet. Vielleicht solltest du verhandeln. Wenn du darauf bestehst. Komm schön weiter.
sehe Mr. Aberlein nicht. Naja, wir haben es versucht. Psst, ich weiß vielleicht ein wenig über den fabelhaften Kerl, von dem Sie gesprochen haben. Was soll das? Bei Gott, wollen Sie mich auffliegen lassen? Was? Sergeant Aberlein, zu Ihren Diensten. Sie müssen die Fry-Zwillinge sein, die Green erwähnte. Ich hatte gedacht, Sie wären ein Polizist. Und ich dachte, Sie wären diskreter. Henry Green sagte, Sie könnten uns helfen, unerkannt zu bleiben. Ich sag Ihnen, wie das läuft. Ich gebe Ihnen die Namen krimineller Gangmitglieder. Sie bringen sie zurück zu mir. Unauffällig. Oh, so unauffällig wie eine alte Lady. Eine sehr haarige, komische alte Lady, die aussieht wie ein Polizist. Okay, wir sollen wohl... Nun, was Sie auch tun, bleiben Sie innerhalb der Grenzen der Gesetze. Mir zuliebe. Ich brauche keine Leichen auf meinem Revier. Nehmen Sie sich dem Ziel von hinten und bringen Sie es zu mir. Hochgelegene Punkt erreichen. Kriegen wir hin. Drücken Sie E, wenn Sie unentdeckt hinter einem Gegner stehen, um ihn gefangen zu nehmen. Drücken Sie in der Nähe von Gegnern kurz WASD, um Ihren Entdeckungsradius zu verringern. Wenn Sie Tab drücken, fällt es Ihren Gegnern leichter, Sie zu entdecken. Drücken Sie E, um eine gefangen genommene Person in eine geschlossene Kutsche zu stoßen. Plopp. Soll ich jetzt diskreter machen oder? Halt ist er! Komm schon! Nein, ich musste... Ach, scheiße. Nein. Ah, okay. Ich musste eine andere Vorgehensweise nehmen. Das Adlerauge zeigt Erinnerungen in Gold an.